Mal wieder ein Bier von der Tanke. Ein Paderborner Pilz. Alex? So, liebe Bierprobierer-Gemeinde, wir hocken mal wieder zusammen. Die Bierprobierergemeinde. Ja, wir sind eine Gemeinde. Hast du nicht gewusst? Wir sollten eine Kirche gründen. Und du bist der Prediger, oder? The Church of Bierprobierer. Oder? Und ich bin der Oberguru. Hirte. Nicht Guru. Nein, ich möchte gern Guru sein. Ja, Hirte klingt so, als dürfte man nichts. In Amerika dürfte man das problemlos machen. Da dürfte man eine Kirche gründen. Wie Mitglieder, heißt denn die vom Big Lebowski? Dudism. Dudism ist die Religion. Was? Big Lebowski. Ja. Das ist so diese geile Szene, wo sie mal am Teppich pissen, Ja. ne? Genau. Dudism. Das überlegen wir uns noch. Was haben wir Bierprobierer. heute, was haben wir denn heute im Programm, Ralf? Ja. Bier von der Tanke, hast du gesagt. Ich bin mir jetzt schon sicher, du wirst nicht begeistert sein, nachdem es ein Pilz ist. Ja, ich rechts. Schau mal hier. Wir tun es mal in die Kamera. Das Paderborner Pilz. Aus Windkraft, also gebraut mit Windenergie aus Windkraftanlage. 4,8% Alkoholvolumen und wir haben Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt. Das herzhaft westfälische Paderborner Pilsener. Während du das Bier öffnest, ein paar Worte zur Brauerei. Die Brauerei, die Paderborner Brauerei, gibt es seit 1852 und wurde aber 1990 in die Warsteiner Gruppe aufgenommen. Ein Spruch zu unserem Schaum. Ich würde mal sagen, Ordentlich. ganz okay, ne? Ja, aber hallo, Also, schau mal, schöne ja. Haftung. Ja, Guck dir sieht das ganz mal gut an. an. Tolle Ja, Schaumhaftung. und da springt einem ordentlich was entgegen. Klassische Pilzherbheit. Aber ich finde es nicht so extrem. Es ist fast so ein bisschen. Es kommt so ein süßlicher Touch mit. Ja, weißt du, woran das mich erinnert? Ein bisschen so an diese oberbayerischen Biere. Kommt so an, die riechen auch immer ein bisschen so ähnlich. Ja, aber hinten dran hängt sich dann schon so der gemeine, fiese Hopfen. Der ganze Kratzig. Hopfenextrakt, also insofern. Lass uns probieren. Prost. Da und weg. Und Hopfen bleibt. Aber das stimmt, dieses Süßliche, was du gerochen hast, das kam auch kurz im Anschlag mal im Geschmack, ne? Ich habe mir jetzt da irgendwie was Schlimmeres vorgestellt. Ich finde es ganz angenehm für einen Pilz. Es kratzt nicht so extrem, wie ich Ja. es vielleicht erwartet habe. Aber es fängt jetzt Es irgendwie ist an aber zu ein Pilz, riechen. also schon ein Ja. klassisches. Also die Herbheit hinten. Das hatte ich auch gerade schon. Also man muss dazu sagen, da ist ordentlich Kohlensäure drinnen. Es ist ein bisschen mehr in der blumigen Richtung. Na, so ein bisschen, oder? Wisst ihr? Ein So bisschen. leicht blumig und zumindest auch die Malzbasis ist so Aber etwas breiter. ja, und es ist ein bisschen Ja. süßlich. Ja. Es ist echt süßlich. Ja, leicht. Eigentlich hätte man das von der Windkraftanlage irgendwie aufnehmen müssen. Ja? Wumm, 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 wumm. Flieg nicht so hoch, mein kleiner. Pff. Ganz ehrlich, das Etikett sieht schon ein bisschen hier so wie Pennerglück aus. Ja, es sieht ehrlich so aus, wie so ein Billigbier. Aber ich finde es, ich bin positiv überrascht. Hey, Hier kommt dieses Bier, schütt halt noch was dazu. dieses Bier und auch weitere gibt es bei uns auf unserem Bierprobierer YouTube-Kanal. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, einmal abonnieren. Und schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Paderborner Pilsner so findet. Cheerio, Prost! Not Mainstream.